Heute fangen wir an mit einem Grundlagenthema, denn ohne gutes Bild kein gutes Fotopuzzle. Und deshalb geben wir euch heute ein paar Tipps zur Auswahl eures richtigen Fotos und das zeigen wir euch am besten direkt in unserem Gestaltungsprozess. Los geht's! Generell gilt, je größer das Puzzle, also je mehr Teile ihr gestalten wollt, umso besser muss die Qualität eures Bildes sein. Unter dem Bild seht ihr die Bildeignung in Form von Sternen. Wenn ihr zusätzlich wissen wollt, wie gut euer Bild abschneidet, klickt einfach auf Bilder prüfen und ihr seht einen grünen, gelben oder roten Smiley. Auch das Seitenverhältnis eures Bildes spielt eine zentrale Rolle. Ihr kennt bestimmt das klassische 16:9 Verhältnis eures Bildschirms. Bei unseren Puzzles ist es nur etwas anders. Wir haben nämlich ein Seitenverhältnis von 4:3. Wenn euer Foto ein abweichendes Format hat, klickt auf den Button zum Bild bearbeiten. Hier könnt ihr den Bildausschnitt anpassen, sodass nichts Wichtiges abgeschnitten wird. Auch die Bildeigenschaften können euch eine kleine Hilfe für die richtige Bildauswahl sein. Eure Bildqualität ist umso besser, je größer die Datei und gleichzeitig auch die Pixelabmessungen sind. Bilder, die über Messenger-Dienste versendet werden, werden herunterskaliert. Das bedeutet, dass die Qualität darunter stark leidet. Screenshots von eurem Handy solltet ihr ebenfalls vermeiden. Hier nochmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Erstens, achtet bitte auf eine hohe Auflösung eurer Fotos. Beachtet außerdem, dass alle unsere Puzzles im Verhältnis 4:3 gefertigt werden. Auch die Bildeigenschaften sind eine Hilfe bei der Auswahl eures Fotos. Nutzt bitte keine empfangenen Fotos aus Messenger-Diensten. Screenshots von eurem Handy sind außerdem ungeeignet. Wir hoffen, mit unseren Tipps ist es jetzt für euch ganz leicht, ein geeignetes Bild zu finden. Und solltet ihr euch mit eurem Bild doch einmal unsicher sein, dann wendet euch einfach an unseren Kundenservice.